Ja, hallo, grüß euch. Schöne Grüße hier aus Kroatien, aus Primošten. Ich bin hier bei einem ganz anleibenden Enduro-Rennen. Naja, eigentlich Enduro-Event, Enduro-Rennen. Ihr seht da hinten, sind gerade die letzten Fahrer ins Ziel gekommen und gehen aber natürlich noch nicht nach Hause ins Hotel. Die lassen sich's noch gut gehen hier in der Abendsonne, trinken noch ein Bierchen. Und das ist auch der Spirit dieser Veranstaltung. Sehr gemütlich, sehr chillig. Bleibt dran. Ja, Krücker Enduro-Raid ist eine Enduro-Veranstaltung hier in Dalmatien, veranstaltet von einer italienischen Enduro-Truppe. Die machen einige Rallyes und so weiter, und das hier für mich aber echt das Highlight. Es ist so, dass wir hier 500 Starter haben. Das Event ist innerhalb kürzester Zeit immer ausgebucht. Also wer nächstes Jahr mitfahren will, rasch buchen. Mitte November geht es immer los mit der Buchung. Und es ist so, dass man hier sich anmeldet zu dieser Rallye, wie auch immer. Und man kann hier 2 Tage lang Enduro fahren. Und es ist so, dass es eine Runde gibt, die hier vorgegeben ist, ausgeschildert, die ganze Strecke. 140 Kilometer waren es am ersten Tag, 160 am zweiten Tag. Und die Basisrunde ist sogar schaffbar für Reise-Enduros, also BMW GS, Africa Twin und so weiter, kann man hier wirklich schön die Landschaft genießen. Und das steht dann auch im Vordergrund: Landschaft genießen, Enduro fahren, leiwand, entspannt, nichts Dramatisches. Und dann sind so kleine Abstecher mit drinnen, so kleine Schlaufen in der Spur. Man sieht dann die Schilder, es gibt dann die Easy, Medium und Hard Schleifen. Und da kann man dann, je nachdem, wie gut man drauf ist oder ob man es wissen will oder nicht, die eine oder andere extra Runde quasi mit einlegen. Und kann dann immer am Abend sich, wenn man möchte, jetzt muss ich mich da ein bisschen aus dem Wind verschüssen. Ah, oh. Kann man dann eben, wenn man möchte, bis zum Abend eben sich ordentlich ausdämpfen oder einfach schön gemütlich fahren. Wenn man hier auch das Rennen quasi in der Wertung mit sein will, gibt es die Zweizylinderklasse, da sind wir letztes Jahr gefahren, in einem fulminanten Doppelsieg. Und in der Zweizylinderklasse braucht man nur diese einfache Runde fahren, einfach unter Anführungszeichen, die gemütlichere Runde fahren. Und wenn man in der Hard-Enduro-Klasse quasi in der Wertung mitfahren möchte, da muss man dann alle diese Hard Tracks mitfahren und fahrt dann natürlich auch in den Sonderprüfungen. Und da ist einiges Schönes zusammengekommen. Man hat hier jeden Tag am Abend, da hinten man sieht, dieses Beach Race, wo man quasi hier rund um die Halbinsel ordentlich Feuer gibt auf Schotter. Ist natürlich leibend für die Zuschauer, gibt es immer ein paar Hopperlas. Fahrt man am ersten Tag und am zweiten Tag am Abend. Es gibt dann oben in den Bergen 2 Sonderprüfungen jeden Tag, wo es eine Vorgabezeit gibt, die man in der Vorgabezeit schaffen muss, wo wir, glaube ich, fast alle, ich glaube bis auf 2 oder 3 Starter Überzeit aufgerissen haben. Das heißt ziemlich selektiv. Ich glaube, Böschl-Rudi war einer von den beiden, die es geschafft haben, ohne Überzeit, echt fulminant, wie der drauf ist. Und dann hat es heute noch gegeben, war auch wirklich mörderisch, neu, heuer erstmals, durch einen Weingarten, durch ein Weinjahr, eine, glaube ich, 10 Minuten lange Enduro-Sonderprüfung, gezeitet mit der Lichtschrankenstoppuhr, war eine mächtige Anraucherei. Und so hat man am Ende des Tages, und das haben sie ganz gut gemacht, die Möglichkeit, das haben sie wirklich, wirklich auch erkannt, die Veranstalter, da geht es ja bei den 500 Teilnehmern den wenigsten jetzt darum, um den Sieg mitzufahren. Da gibt es so eine Handvoll Leute, die da in Frage kommen, da wirklich um den Sieg mitzufahren.
Aber es gibt natürlich dann, was ganz wichtig ist, diese Freundschaftsduelle. Und für die Freundschaftsduelle in den Kumpel, mit den Kumpels gemeinsam, da braucht man natürlich diese Wertungen und diese Rundenzeiten und die Laptimes und die Sponderprüfungszeiten, dass man dann halt am Abend beim Wirten dann halt ein bisschen deppert reden kann, wie man so schön sagt. Und ich bin besser als du und so weiter und so fort. Die Frauen werden das wahrscheinlich oft nicht verstehen, ihr könnt ja das mehr genießen, aber wir Männer beim Enduro fahren, da können wir halt noch wirklich schön am Tisch legen. Und das macht halt dann Spaß, wenn man mit seinen Kumpels sich halt das Rennen ausmacht. Also wir zum Beispiel, unsere Partie, der Alex Bauer, Peter Nessuter und ich, wir sind halt irgendwo auf Platz 150 unterwegs, aber sind halt gefahren, als würde es um die WM gehen heute. Ganz große Reden sind da immer geschwungen worden. Ums Leben haben wir gekämpft bei den Sonderprüfungen. Schauen wir mal, gestern waren wir auf Rang 150 so. Schauen wir mal, wo wir heute waren am zweiten Tag. Und war wirklich schön. Du hast keinen Schweißtropfen. Nee, ich warte schon jetzt auch. Bauer, Kampfmaschine. Für mich war es auch fast nicht anstrengend. Überhaupt keine Probleme am Steilhang. Aber die Aussicht baut einen wieder auf. Insgesamt 160 Kilometer und dann schaut man auf den Tageskilometerzähler, ist fix und fertig und sieht diese Zahl 64. Also kommt noch einiges auf uns zu, Leiwand. Gestern am ersten Tag es war regnerisch und dadurch waren die Auffahrten schon kernig und heute am Vormittag auch noch ziemlich nass. Der erste Steilhang war ziemlich heftig, aber dann im Laufe des Tages hat sich die dalmatische Sonne durchgesetzt und da war es eine wirklich schöne Fahrerei, hat uns wirklich viel Spaß gemacht. Man hat dann dieses unendliche Panorama hinunter aufs Meer, hinauf in die Berge und ich muss sagen, für mich ein echtes Enduro-Highlight, wo einfach diese Schnittpunkte Genuss, Freundschaft, Kumpels, aber auch auspowern und Gas geben, wo das wirklich alles schön zusammenfließt. Und das ist ein Rennen, wo man sagt, oder ein Event, kann ich wirklich Kumpels mit unterschiedlichem Skill-Level mitnehmen. Da können halt die nicht so gut sind, einfach gewisse Passagen auslassen und just for fun fahren. Und die es wissen wollen, können alles fahren. Also man kann wirklich vom Beginner bis zum Experten alle mitnehmen, alle mitfahren und am Abend dann gemeinsam da hinten an der Strandpromenade Vollgas geben zum guten Abschluss. Ist echt leibend. Schalthebel Reparaturset Deluxe. Alles tut mir weh, alles. Ja. Endlich ein einfacheres Enduro, was? Nicht dieses harte Enduro-Zeugs, was es dauernd gibt. Und vor allem Quarze mit deiner Restana, was das. Geil. Grip ohne Ende. Weil ich auf meinen Enduro-Kollegen warten muss. Ausnahmsweise, muss ich gestehen, vielleicht hat man der gewartet. Herrlich. Das ist das Schönste, wenn man warten kann und man weiß, der Kollege quält sich noch am Steilhang. Ganz leibend. Also nicht, dass ich schadenfroh wäre, aber. Und? Jetzt gehen wir eine Runde laufen, oder? Ja. Jetzt gehen wir eine Runde laufen. Ich hoffe, der hat genug Bier da. Um
Und was auch toll ist, man sitzt natürlich, man hat hier hinten eine würdige Umgebung, ist natürlich anders, wie wenn man irgendwo in Bulgarien, Rumänien oder Ungarn irgendwo in den Wäldern herumkrabbelt. Da ist natürlich auch schön, wenn man die Familie mitnimmt, die können da untertags in Primošten, hier am Strand, in der Stadt, ist halt ja, eine schöne Umgebung, wo man halt auch gern sein Wochenende verbringt, wenn man jetzt nicht so der Motorsportfanatiker ist, als Anhang eines Motorsportfanatikers oder einer Motorsportfanatikerin, dann kann man da auch wirklich die Familie mitnehmen. Die können es hier schön haben untertags, die Sonne genießen, so Gott will. Und am Abend trifft man sich dann gemeinsam und fährt dann wieder gemeinsam nach Hause. Also so, wir werden heute doch natürlich zur Siegerehrung gehen. Nicht, weil wir glauben, dass wir einen Pokal kriegen, aber einfach um den Siegern Respekt zu zollen, haben wirklich schön Gas gegeben. Vielleicht gewinnt ja wieder Österreicher, Rudi Böschl, für mich immer heißer Tipp bei solchen Sachen, ein zäher Bursche. Aber werden wir dann natürlich noch sehen, wie es ausgeht. Und würde mich freuen, wenn ich einen mal von euch hier treffen würde. Ich bin nächstes Jahr sicher wieder dabei. Möglicherweise sehen wir uns. Was wird da hinten gemacht? Letzter Burnout, die letzten Gummistückchen vom Reifen runterschälen. Also würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht mal hier sehen. Auf alle Fälle, schön, dass ihr dran geblieben seid. Bis bald, möglicherweise bis nächstes Jahr hier in Primošten in Kroatien.